Hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute möchte ich mit euch die Notebohm-Variante anschauen. Die entsteht nach dem Damengambit oder im Damengambit als Untervariante, wenn sich Schwarz mit D6 und C6 hier aufbaut, also mit C6, E6, D5. Und jetzt kann Weiß natürlich, Gott weiß, die verhindern, ja, mit E3 zum Beispiel, so eine Semislav und all so ein Gedöns. Überhaupt keine Frage. Aber, oder auch mit E4 noch in irgendwelche offeneren Sachen reingehen. Aber die Notebohm-Variante entsteht dann, wenn Weiß jetzt Springer F3 spielt. Mit der Idee, dass wenn Schwarz jetzt normal Springer F6 spielt, dass dann Weiß mit Läufer G5 wieder in diese normalen Damengambit-Varianten überleiten kann. Aber, und das ist, ich sag mal, wenn Schwarz sich in den ersten drei Zügen mit C6, D5, E6 aufbaut, ist das immer ein Indiz dafür, dass er letzten Endes hier auf C4 schlagen möchte. Denn dieser Zug C6 unterstützt dann den Zug B7, B5, um diesen Bauern gegebenenfalls hier zu beschützen und erstmal zu verteidigen. Und die Notebohm-Variante entsteht nach den nächsten Zügen, wenn Weiß mit E2, E3 diesen Bauern erstmal angreift, Schwarz den deckt, Weiß mit A2, A4 jetzt diese Kette hier angreift. Ja, so nach dem Motto, wir sind jetzt zweimal auf dem B5 drauf und der kann jetzt zum Beispiel nicht mit A7, A6 gedeckt werden, wegen dieser Fesselung auf der A-Linie. Ja, dass entweder A mal B sofort natürlich verliert, zum anderen aber auch C mal B wegen dieser Fesselung Weiß diesen Bauern B5 gewinnt und damit ist dieser C4 wieder vereinsamt, ja, und wird dann auch irgendwann erobert werden. Und ja, das ist so die Idee von diesem A4. Ja, dieses Vorziehen führt dann letzten Endes auch irgendwie zu Stellungen, dass dieser hier entwurzelt wird, auch wenn es da Theorie zu gibt, überhaupt keine Frage. Die Notebohm-Variante entsteht dann nach dem Zug Läufer B4, denn Schwarz entwickelt eine Figur, fesselt diesen Springer an und damit ist auch der Angriff quasi auf den B5 abgewehrt. Und ja, jetzt schauen wir uns zunächst einmal an, was denn die schwarze Grundidee von diesem Notebohm ist. Und zwar, wenn Weiß jetzt Läufer D2 spielt, das ist der Hauptzug, entfesselt den Springer und greift damit den B5 wieder an. Und hier ist jetzt die Idee, dass Schwarz mit A7, A5 spielt, um auf A schlägt B jetzt diesen Zwischentausch auf C3 zu machen, damit der B5 eben nicht weg ist, und auf Läufer C3 dann C mal B zu spielen. Und ja, rein grundsätzlich sehen wir jetzt schon, dass Schwarz hier diese drei Bauern hat, die ja mal vorrücken möchten. Und das muss oder möchte im Optimalfall der Weiße verhindern. Und zwar spielt er hier im Regelfall den Zug B2, B3. Denn die Idee, jetzt diese Kette sofort anzugreifen, ist gegeben. Denn wenn Schwarz jetzt hier auf B3 schlüge, würde die Läuferdiagonale frei für den Läufer F1, sodass der B5 mit Schach fällt und auf welche Züge auch immer dann dieser B3 spielt, auch noch fällt. Und dann hätte Schwarz im Grunde nur noch diesen einen Bauern hier übrig und das ist eher ein schwacher Bauer als ein starker Bauer. Und hier im Zentrum und am Königsflügel hätte Weiß einen Bauern Überzahl. Wenn der A5 fällt, auch wenn es nicht viel ist, aber ein Bauer ist ein Bauer. Und das ist so die Hauptidee für den Zug B2, B3, um diese Bauernphalanx hier anzugreifen. Aber, und jetzt kommt ein kleiner Trick, dass Schwarz nämlich Läufer B7 spielt. Mit dem Läuferzug nach B7 deckt er seinen Turm auf A8 und ermöglicht, dass, wenn Weiß hier auf C4 schlägt, das Durchziehen B5, B4. Denn jetzt kann Weiß hier nicht schlagen, weil Schwarz zurückschlägt, weil der Turm eben gedeckt ist. Und jetzt müsste Weiß zurückziehen nach B2 und Schwarz entwickelt sich mit Springer F6. Und jetzt haben wir im Grunde eine relativ theorielastige Stellung, aber so als Grundstellung, sage ich mal.
Schwarz hat diese zwei verbundenen Freibauern fürs Endspiel. Und ja, die können schon ein deutliches Gewicht darstellen. Ne? Besonders wenn man ein, zwei, drei Figuren noch getauscht bekommt, gewinnen diese Bauern natürlich an Kraft für Schwarz. Die Stellung gilt insgesamt von der Theorie her immer noch als ausgeglichen, unklar oder sonst wie. Zumindest mein letzter Stand war so. Aber man muss hier natürlich entsprechend bisschen Theorie noch kennen. Ne? Viele Varianten und die Feinheiten und so weiter. Weiß wird hier auf diesen Bauern C4 vielleicht mal vorbringen, um die Läufer zu aktivieren. Ne? Also beidseitig sind hier schon Chancen vorhanden. Aber die Idee von Schwarz mit diesem Freibauern, zwei gedeckte, verbundene Freibauern, das ist die Idee vom Noteboom. Erstmal grundsätzlich. Und ja, wenn man sich nicht auf diese ganz langen Hauptvarianten einlassen will als Weißer, dann sucht man sich irgendwelche Nebenvarianten. Und das habe ich mal gemacht. Die möchte ich euch auch mal zeigen. Und zwar habe ich euch zwei Partiefragmente mitgebracht. Zum einen hier Carlsen gegen Bjerke. Nicht unser Magnus, aber auch ein Norweger. Und zwar dieses A7, A5 kennen wir ja jetzt vom Plan her, sich diese Freibauern zu bilden. Und jetzt hat Weiß den interessanten Zug Turm B1. Und der sieht sehr, sehr unscheinbar aus. Ja, warum will er den Bauern hier decken? Aber nein, der hat noch durchaus andere Ideen. Nämlich, dieser Turm soll auf der ganzen B-Linie wirken. Auch hier bis zu dem B5 hin. Sodass, wenn Schwarz, so wie in der Partie gleich, auf C3 schlägt, eben hatte Weiß ja mit dem Läufer zurückgeschlagen. Aber diesmal schlägt der Bauer zurück und die Turmlinie wird auf einmal frei, sodass dieser Bauer jetzt unter Beschuss steht. Und ja, um den muss sich jetzt Schwarz irgendwie kümmern. Und dazu gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Zum einen Dame D5. Das ist so der etwas neuere, modernere Zug. Oder der Zug Läufer A6, wie er noch vor ein paar Jahren, als die Variante rauskam, häufiger gespielt wurde. Unter anderem hatte ich die mal in einer Turnierpartie auf dem Brett gegen Holger Namyslov in Schwäbisch Gmünd 2014. Und die Partie ging folgendermaßen weiter. Springer E5, Springer F6 und Springer schlägt C6. Ein Scheinopfer, denn dieser Bauer hier wird jetzt entfernt, denn der deckt ja den B5. Der wird entfernt und nach dem Schlagen kann ich auf B5 schlagen und bekomme mit meiner Gabel diese Figur zurück. Und am Ende steht dieser Bauer hier etwas vereinsamt da und möchte angegriffen werden. Und in meiner Partie ging es so weiter, dass ich jetzt hier auf C4 geschlagen habe und der Schwarze hier auf G2 und dann wurde es hier eine ganz wilde Partie. Etwas besser wäre gewesen, wenn ich jetzt mit F2, F3 einfach gespielt hätte, dieses Feld hier unter Kontrolle nehmen, dass einfach keine Figur mehr hier hinkommen kann. Und vor allem drohe ich jetzt einfach auf C4 zu schlagen, während der Läufer nicht mehr auf G2 schlagen kann. Ja, und dem Bauern kann er jetzt so leicht und so einfach auch nicht decken. Wenn er zum Beispiel Läufer D5 spielen würde, könnte ich ihn einfach schlagen. Denn der alte Indianertrick mit der Gabel Dame A4 würde mir den Läufer zurückgewinnen und dann hätte ich einen Bauern mehr. Ja, so hätte es kommen können, aber wie gesagt, so kam es nicht und in meiner Partie wurde es dann auch irgendwann Remis nach wildem Kampf. Aber dieses Läufer A6 mit der Idee dieses Scheinopfers unterstreicht die Idee dieses Turmes nach B1, ja, mit dem Angriff auf B5. Und deswegen kam irgendwann dann dieser Zug Dame D5 in Mode. Und ja, diese Dame deckt den B5 zum einen und blockiert so ein bisschen auch diesen E-Bauern, ja, dass der nicht vorstoßen kann. Und wenn der nicht vorstoßen kann, ist die Gefahr, dass dieser weiße Läufer hier auf C1 ein schlechter Läufer wird. Ist zumindest gegeben. Und hier in dieser Partie von Carlsen, da hat der Weiße einen interessanten Trick ausgepackt, nämlich er hat erstmal Läufer E2 gespielt und
nach Springer F6, jetzt Springer E5. Und die Idee ist einfach, diesen Läufer jetzt nach F3 zu spielen und damit wieder auf diese Diagonale zu bringen, um gegebenenfalls auf B5 den Druck zu erhöhen, weil der C6 dann gefesselt ist. Und Springer E4 ist jetzt hier so der Hauptzug eigentlich. Und wir sehen, dass Schwarz zum Beispiel nicht auf G2 schlagen sollte, denn dann käme Läufer F3. Die Dame ist angegriffen und dieser Läufer steht natürlich super auf dieser Diagonale, sodass A schlägt B und dieser Bauer hier überlastet wird letzten Endes und in allen Formen und Farben jetzt unter Beschuss steht. Ja, und dadurch ist auch dieser C-Bauer sehr, sehr schwach. Und hier kann Weiß berechtigt auf Vorteil hoffen. Deswegen Springer E4 so der Hauptzug und Läufer F3, was diesen Springer einmal fesselt. Und jetzt hat Schwarz einen Fehler gemacht und einen taktischen Schlag zugelassen. Nämlich er hat Läufer A6 gespielt. Denn die Idee von Weiß möchte jetzt hier, vielleicht möchte er mal auf E4 schlagen und dadurch die Dame hier ablenken von diesem Bauern. Das wenn jetzt als Beispiel 0-0 käme und hier würde geschlagen, könnte man vielleicht überlegen, diesen Bauern hier zu gewinnen. Dass jetzt natürlich hier auch noch dieser Bauer fällt, hätte im Grunde zur Folge, dass Schwarz immer noch einen Bauern mehr hätte, aber immerhin sind die jetzt alle vereinzelt und dadurch leichter angreifbar. Außerdem könnte nur rein vom Trick her, könnte Weiß ja auch versuchen, erst zu rochieren. Aber das ist halt grundsätzlich auch immer ein Zug oder ein Plan, ja, dass dieser Läufer den Springer hier ablenken kann, den Schwarz im Hinterkopf haben muss. Und in der Partie hat er sich jetzt sofort um diesen Bauern gekümmert, indem er mit Läufer A6 diesen Bauern gedeckt hat und damit einen taktischen Schlag, den man so jetzt gar nicht erwarten würde, zugelassen hat. Denn diese Fesselung hier ist so in dem Sinne unangenehm, dass Schwarz im Grunde nur mit F7, F5 einen weiteren Verteidiger dieses Springers zur Verfügung hätte, wenn Weiß jetzt mit Dame C2 angreifen würde zum Beispiel. Ja, dann könnte er den mit F7, F5 decken. Aber, und das ist der taktische Trick, Weiß schlägt auf F7. Ein scheinbares Figurenopfer. Aber die Idee ist, dieser F-Bauer ist jetzt einfach nicht mehr vorhanden, sodass Dame C2 diesen ungedeckten Springer auf E4 zurückgewinnt und dann ist natürlich diese Diagonale wieder frei und Weiß hat diese Partie in sehr schönem Stil gewonnen. Möchte ich jetzt gar nicht bis zum Ende spielen, aber mal eben so fragmentmäßig Rochade und F4, um einfach einen Grip im Zentrum zu haben und Gegenstöße zu verhindern und vor allem aber auch mit dem Turm selber jetzt hier schön aktiv werden zu können und die Bauern hier unter Beschuss nehmen zu können. Und so kam es dann auch, dass der Schwarze von einem Dilemma ins nächste kam, ja, und Weiß mit diesem Bauern hier vorrannte und sich einen Freibauern bilden konnte und die Partie gewinnen konnte. Gut, das war jetzt ein nicht erzwungener Fehler, aber soll mal veranschaulichen, welche Möglichkeiten alles in diesen Turm B1-Varianten stecken. Ja, dass einfach die B-Linie aufgeht und damit der Druck auf der B-Linie erhöht wird. Ich habe euch noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Mit diesem Beispiel möchte ich euch mal einfach nur veranschaulichen, dass die Reihenfolge der schwarzen Züge durchaus auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, wenn Weiß wieder Turm B1 spielt und Schwarz spielt erst Läufer A6, dass dann Springer E5 und dann dieses Tauschen und damit D5. Jetzt hat Schwarz ja so grundsätzlich ähnliche Züge gemacht wie eben auch, die Dame hier auf D5 gestellt, aber eben dieser Springer steht noch da oben, ja, und ist nicht auf F6 und kontrolliert zum Beispiel das Feld G4. Und in dieser Partie von Paulsen gegen Curien hat der Weiße das ausgenutzt und mit Dame G4 sofort Druck gemacht auf den Bauern G7 und nach G6 kam Läufer E2. Jetzt sehen wir, zum einen ist der Bauer G2 gedeckt,
so dass einfach Läufer F3 wieder droht mit dieser Diagonale und weiterem Druck. Und auf F6 kam sogar E4 jetzt als Zug. Die Dame muss wegziehen. Und es kam Läufer F4 mit einem sehr interessanten taktischen Trick. Denn erstens stehen der Läufer und die Dame sich hier so gegenüber, so dass gewissermaßen ein Abzug droht. Aber auch das Schlagen auf E5 sich verbietet wegen Läufer E5. Und wir sehen, dass die Schwächung dieser Diagonale durch G7, G6 ja, weitreichende Folgen hat. Und deswegen zog Schwarz jetzt dann doch nochmal ganz zurück. Und es kam Springer C4. Ja, der nächste taktische Schlag. Gewinnt einen Bauern, befreit diese Diagonale und achtet darauf, wenn Schwarz jetzt hier zurückschlagen würde, dass dann hier oben der B8 dafür hängen würde. Ja, und dann hätten wir wieder das gleiche in Grün, dass diese Bauern alle vereinzelt sind und leichter angreifbar sind. Und wir sehen, wenn Schwarz jetzt schon in Schwierigkeiten kommt, dass Weiß solche taktischen Motive hat, dann ist aus schwarzer Sicht irgendwas nicht richtig gelaufen. Respektive aus weißer Sicht natürlich vieles richtig gelaufen. Es droht auch noch Springer D6 mal mit Schach, ja, und so weiter. Und diese Partie war ganz interessant, denn nach E5 gehen die taktischen Sachen sehr, sehr gut und sehr schön weiter. Mit Springer B6 greift den Turm an. Und auf Turm A7 kommt Springer C8 mit einer Gabel, so dass der Läufer hier schlagen muss. Die Dame deckt den König F7. Und jetzt sehen wir, dass D mal E. Weiß hat zwei Läufer und einen relativ sicheren König, der gleich rochiert, während der Schwarze mit seinem König hier so irgendwo im Halbland steht. Der Springer kann sich nicht so richtig entwickeln, weil der Turm auf H8 dann fallen würde. Der hier auf B8, der Springer ist auch nicht entwickelt und schon angegriffen. Und ja, das sind so die vielen kleinen Probleme, die zu einem großen werden dann irgendwann. Und nach Läufer E3, Dame C7, möchte Schwarz die Dame tauschen. Das möchte Weiß natürlich nicht, das ist klar. Um einfach diesen König weiter im Auge zu haben. Turm B7. Was auch noch nebenbei so ein bisschen den Druck hier auf den B5 abschwächt. Und Weiß zog mit F2, F4, um diese F-Linie zu öffnen und Druck gegen den König zu machen. Damentausch, nein, danke. Und auf König G7, F mal E. Und wir sehen, der weiße König ist in Sicherheit, ja, die F-Linie ist offen, zwei aktive Läufer. Und bei Schwarz ist im Grunde nichts entwickelt und dafür hat im Grunde Weiß sogar noch einen Bauern mehr, auch wenn er nicht extrem viel wert ist, aber ja, allein die schwarzen Felder, dieser schöne Läufer hier, ja, der macht natürlich hier mächtig Ärger. Und nach Springer E7, Turm F6 hat er auch schon direkt aufgegeben, denn Schwarz kann einfach nichts Sinnvolles ziehen. Ja. Der Turm kann nicht so richtig wegziehen, weil dann hier diese Festungen auf der G-Linie schon wieder dem Bauern kosten würden. Weiß hat sehr, sehr viele und sehr leichte Möglichkeiten, seine Stellung noch weiter zu verbessern. Entweder mit Turm D1 die Dame angreifen oder mit Turm F1 die Türme verdoppeln, den Läufer nach D4 zu stellen und auf diese Diagonale und. Auch wenn man hier noch nicht aufgeben muss vielleicht, aber die Stellung ist sicherlich hoffnungslos. Und ja, ihr seht, dass bei diesem Turm B1 im Vergleich zum Original, wo Schwarz diese zwei verbundenen Freibauern bekam, dass dieses Turm B1 diese Stellungsbilder nicht zulässt. Und dass da durchaus scharfe taktische Möglichkeiten entstehen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Ideen und Anregungen mitgeben, dass ihr das vielleicht mal ausprobiert. Und ja, ein bisschen selber angucken, schadet aber trotzdem immer nicht. Von daher, Partien nachspielen, mit Freunden analysieren, alles immer eine gute Sache. In dem Sinne, sage ich besten Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.